Das heutige Horoskop, Stier, 3. Dezember 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Der geistige Merkur tanzt am Himmel weiter zu einem anderen Zeichen. Das sind hervorragende Neuigkeiten, denn Sie werden sich stärker mit dem Universum verbunden fühlen. Wann immer er dies tut, ist er wunderbar auf Ihr Sternzeichen ausgerichtet und wird Sie voller Begeisterung dazu ermutigen, neue Horizonte zu verfolgen und die Welt zu erkunden. Er wird sein Licht in Ihr Solarhaus der Erweiterung bringen. Machen Sie sich bereit, Ihrem Lebensstil mehr Abenteuer zu verleihen. Nutzen Sie diese Energie bei Verabredung und in einer Beziehung, um gemeinsam eine Fernreise zu planen. Was wirst du lernen? Wenn Merkur in den Steinbock wechselt, sind Sie möglicherweise bereit, eine neue Chance anzunehmen, die Ihnen zum Erfolg und Wachstum verhelfen wird. Während sich Ihre berufliche Reise mit der Hilfe von Merkur im Steinbock entfaltet, sind Sie möglicherweise gespannt darauf, etwas Neues zu lernen. Sie können diese Zeit nutzen, um sich für einen Kurs oder eine Klasse anzumelden, da dies Ihnen dabei helfen kann, Ihr berufliches Ansehen zu verbessern. Die Merkurialenergie führt Sie möglicherweise sogar zu einem neuen Lehrer, der Ihnen hilft, mehr über sich selbst zu erfahren und darüber, wohin Ihre berufliche Reise führen soll. Der heutige Abschied von Mercury aus Ihrem Finanzsektor gibt Ihnen den nötigen klugen Kopf für Geld, um im Spiel zu bleiben, aber auch die Chance, eine Pause vom Überdenken zu machen. Merkur wird in 3 Wochen zurückkehren, um dabei zu helfen, dieses Berufsjahr nach Hause zu bringen, aber bis dahin kann Mars ihr zu einer lockeren Kanone werden, während er es ernst meint, ihre finanziellen Leidenschaften und ihren Kampfgeist zu entfachen. Die Balancevorgänge, die unser Körper täglich durchführt, finden in den Nieren statt, wo das Blut von Unreinheiten gereinigt wird. Um Ihre Nieren zu unterstützen, nehmen Sie Borage, Reinigt, Kieswurzel, Beseitigt Harnsteine und Buchu, Nierenstimulans, in Ihre Ernährung auf. Um mehr über diese und andere Nährstoffe zu erfahren, besuchen Sie die bewussteren Obst- und Gemüsemärkte in Ihrer Nähe. Erzeuger verkaufen oft direkt auf diesen Märkten, was auf eine relativ ausgewogene Wirtschafts- und Umweltstruktur hinweist, die Sie möglicherweise unterstützen möchten. Willkommen an einem Tag. Der Tag ist voller Energie und Sie werden auch bereit sein, einen brandneuen Monat zu beginnen. Dies ist ein ausgezeichneter Zeitpunkt, um mit neuen Programmen zu beginnen, da dies einen Teil des Charmes dieser Zahl ausmacht. Sie werden enthusiastisch und bereit sein, solche Dinge ehrlich auszuprobieren. Machen Sie es und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Pläne aufschreiben und an einer gut sichtbaren Stelle aufhängen, damit Sie weiterkommen. 3 Wochen nach seiner Rückkehr zu einem normalerweise 14- bis 15-tägigen Besuch in Ihrem Finanzsektor bereitet sich Merkur darauf vor, morgen abzureisen, aber an diesem letzten vollen Tag fehlt jegliche Dringlichkeit oder der Aufruf, sich zu sehr auf das Wann, Wo und Wie zu konzentrieren. Sonne, Mars und der Zwergplanet Ceres befinden sich hier nicht nur noch in ihren Anfängen, sondern eine rückläufige Wende in 12 Tagen wird auch dazu führen, dass Merkur vor Weihnachten wieder rückläufig wird. Da bis dahin noch viel Wasser unter der Brücke passieren wird, liegt Merkuris Fokus darauf, Ihnen einen klugen Kopf für Geld zu geben, den Sie in Ihrem Werkzeuggürtel behalten können. Der erste Besuch des Mondes in Ihrem Kommunikationssektor, seit Sonne, Mars und der Zwergplanet Ceres letzte Woche Ihren Beziehungssektor verlassen haben, und der letzte, bevor Venus, der Planet der Liebe, nächste Woche zurückkehrt, ist eine Gelegenheit, die Luft von einem Kapitel vor dem nächsten zu reinigen beginnt. Dadurch haben Sie alles offengelegt, einschließlich des Stands der Dinge, wofür Sie kämpfen und warum, und Venus kehrt nächste Woche zurück, um damit zu beginnen, Wünsche in die Realität umzusetzen. Täglicher Planetenüberblick. Die gegenwärtigen kosmischen Energien drängen uns zu einer bedeutenden Entwicklung, aber die Reise ist nicht einfach. Es ist ratsam, einen maßvollen Ansatz zu verfolgen, insbesondere unter dem Einfluss des Löwemonds und wenn Merkur in den Steinbock eintritt. Transformation ist ein schrittweiser Prozess. Wenn Sie sich an eine konsistente Routine halten und gleichzeitig schrittweise Anpassungen vornehmen, können Sie Fortschritte erzielen, ohne Ihre Psyche zu überfordern. Das Erreichen des Gleichgewichts kann eine Herausforderung darstellen, daher ist es wichtig, den Stresspegel effektiv zu bewältigen. Obwohl Sie voller innovativer Ideen sind, fehlt Ihnen möglicherweise die übliche Energie oder Begeisterung, diese umzusetzen.
Teilen Sie Ihren Angehörigen Ihre Gefühle mit, da diese möglicherweise nicht verstehen, warum Sie zögern, sich an Ihren Plänen zu beteiligen. Teilen Sie ihnen mit, dass Sie eine ruhige, einsame Zeit brauchen, um Ihr emotionales Wohlbefinden wiederherzustellen. Seien Sie in finanziellen Angelegenheiten maßvoll. Auch wenn Sie derzeit vielleicht zufrieden sind, sollten Sie die Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen, insbesondere wenn Sie Geld leihen. Seien Sie vorsichtig, wenn Personen bei der Kreditaufnahme unzuverlässige Versprechungen machen, und stellen Sie sicher, dass alles schriftlich dokumentiert wird. Dieser Ansatz sorgt nicht nur für Sicherheit, sondern schützt auch Ihr Vermögen. Ihr gelassenes und selbstbewusstes Auftreten dient als natürliche Quelle der Vitalität. Selbst angesichts von Widrigkeiten meistern Sie das Leben mit Leichtigkeit und tauchen ohne zu zögern ein. Erwarten Sie etwas Besonderes, denn Ihre Mitmenschen werden von Ihrer Spontaneität fasziniert sein. Während sich Venus Ihrem Finanzsektor nähert und Merkur den ersten Schritt zum Abschluss dieses Berufsjahres einleitet, sollten Sie sich sowohl auf Einkommens- als auch auf Karriereaspekte konzentrieren. Die Planeten auf der gegenüberliegenden Seite des Himmels in Ihrem Einkommensbereich erfordern immer noch Beachtung und bieten die Möglichkeit für einen umfassenden Fokus. Himmel für heute. Sie stehen vor Herausforderungen, die Ihre Aufmerksamkeit und Ihren strategischen Umgang erfordern. Es ist möglich, dass externe Faktoren, beispielsweise jemand, der gegen Sie arbeitet oder lediglich eine störende Präsenz hat, zu diesen Schwierigkeiten beitragen. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, diesen Herausforderungen mit der gebührenden Aufmerksamkeit zu begegnen und sie anzugehen. Wenn Sie sie vernachlässigen, kann dies negative Auswirkungen auf Ihr Leben haben, wenn Sie sie unbeaufsichtigt lassen. Nehmen Sie sich die Zeit, mit diesen Hindernissen umzugehen, um ein ausgeglichenes und stabiles Leben zu führen. Die Rückkehr von Merkur in Ihren Finanzsektor mag im unmittelbaren Kontext bescheiden erscheinen, sie hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Ereignisse in den nächsten 2 Monaten. Dies markiert den Beginn eines Prozesses, der verschiedene finanzielle Angelegenheiten in Gang setzt. Die Ankunft von Merkur bringt eine intelligente, analytische Perspektive in Ihre Finanzentscheidungen und bereitet Sie darauf vor, spontan zu denken. Dieser Schritt steht auch im Einklang mit den letzten 7 Wochen von Pluto, dem Planeten des Wandels und der Revolution, in diesem Sektor und markiert eine entscheidende Zeit für die finanzielle Transformation. Trotz des scheinbar reibungslosen Ablaufs sehnen Sie sich nach Anerkennung und Sonderbehandlung. Wenn Sie mit dem aktuellen Stand der Dinge unzufrieden sind, fühlen Sie sich vielleicht unempfänglich und unfähig, positive Maßnahmen zu ergreifen. Es ist wichtig, noch einmal zu überdenken, ob Ihre Erwartungen realistisch sind und gegebenenfalls Wunschdenken aufzugeben, um Frustrationen zu lindern. Erwägen Sie, geplante Investitionen und Anschaffungen zu verschieben, um mögliche Rückschläge durch unvorhergesehene Ereignisse zu vermeiden. Behalten Sie die finanzielle Flexibilität bei, um auf unerwartete Ereignisse reagieren zu können, und befolgen Sie keine Ratschläge, die nicht Ihren Überzeugungen entsprechen. Dieser umsichtige Ansatz trägt dazu bei, Ihre Ressourcen zu schützen und Unsicherheiten effektiv zu bewältigen.